Noch eine Woche, dann schlägt in der griechischen Schuldenkrise die Stunde der Wahrheit. Wenn bis zum 9. April kein Geld fließe, müsse er um Verständnis bitten, dass wir die 450 Millionen Euro an den IWF nicht pünktlich zahlen werden, sagte Griechenlands Innenminister. Und sofort nahmen die Anleiherenditen Kurs auf den bisherigen Rekord vom 19. März. Stimmt schon, die laufenden Verhandlungen schwimmen irgendwie, so Finanzminister Yannis Varoufakis ganz ruhig im Auge des Hurrikans. Das schafft Unsicherheit an den Märkten, schafft Probleme mit der Liquidität. Aber wir verhandeln im Moment über die Zukunft Griechenlands. Genauso wie andere verhandelt haben oder besser gesagt nicht verhandelt haben in den Jahren 2010 und 2012. Gleichzeitig war offenbar in Brüssel ein 26-Seiten-Dokument mit neuen Vorschlägen an die Geldgeber durchgesickert. Das untergräbt die Beziehungen zwischen den Staaten der EU, so Varoufakis. Letzte Wendung: Das Geld für April gibt es, so ein Regierungssprecher an diesem Donnerstag.